Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Johnny's Place. Heute möchte ich euch mal hier den Ford Nugget mit Aufstelldach vorstellen. Einige von euch haben ja schon gesehen, wie ich den damals beim Händler abgeholt habe. Mittlerweile habe ich ihn etwas über einen Monat hier im Besitz, bin etwas über 3300 Kilometer mitgefahren. Einmal für eine Woche Campingurlaub an der Ostsee und einmal für einen Städtekurztrip nach Wien. Und von daher denke ich mal, kann ich jetzt mittlerweile so ein bisschen was zu dem Wagen erzählen, ein bisschen was mich gestört hat, ein bisschen was ich gut fand. Und ich würde einfach sagen, ich zeige euch jetzt hier mal ein bisschen was. Mein Sohn, der ist hinter der Kamera, der wird hier ein bisschen filmen und ich habe hier im Wagen noch mal eine Handkamera liegen, mit der ich dann noch mal ein paar Details und ein paar Innenraumaufnahmen mache, so dass ihr hinterher ein vernünftiges Bild von der ganzen Sache habt, was es hier mit dem Ford Nugget mit Aufstelldach auf sich hat. Es gibt ja noch ein paar andere Formen. Es gibt einmal noch den Nugget Plus, sowohl mit Aufstelldach als auch hinterher mit Hochdach. Das ist nämlich die zweite Form. Der ist dann halt mit einem festen Dach drauf, kein Aufstelldach. Und der Plus ist noch mal ein Stück länger und hat dann hinten ein festes Klo drin. Wobei wir hier mittlerweile auch ein Klo drin verbaut haben. Das zeige ich euch gleich. Ist nämlich ein bisschen was Besonderes. Ja, und ich würde sagen, wir nehmen jetzt gerade mal die Kamera hier vom Stativ runter und schauen uns das Ganze an, was wir hier drin finden. Weil es gibt hier wirklich eine Menge zu sehen. Dieses Auto ist nämlich doch durchaus von dem Grundriss her ein bisschen anders, als wir das von den meisten anderen Campervans kennt. Und von daher ist das durchaus mal schön, sich den anzugucken. Auch preislich ist er durchaus interessant. So wie er hier steht, habe ich 54.000 Euro für gezahlt. Und der ist hier mehr oder weniger, ich möchte mal sagen, volle Hütte. Das Einzige, was ich mir gespart habe, ist ein Warmwasserboiler. Den hätte man noch dazu nehmen können. Ansonsten ist der wirklich... Ja, viel mehr geht hier auch für Geld und gute Worte nicht, obwohl ich mir wünschen würde, dass ich ein bisschen mehr Geld hätte ausgeben dürfen, um das eine oder andere noch zu kriegen, was er halt zum Beispiel im Gegensatz zu einem VW T6 nicht bietet. Aber trotzdem denke ich, dass der eine coole Wahl ist und ich werde euch jetzt einfach mal zeigen, was er so für Vor- und Nachteile hat und was er so bietet. Ja, okay, wollen wir uns erstmal einmal das Äußere von dem Wagen angucken. Ihr seht jetzt hier auf der Seite haben wir eine Schiebetür, er hat auch nur auf einer Seite eine Schiebetür. Wenn ihr den allerdings drüben auf der britischen Insel kauft, dann kriegt ihr übrigens eine Ausführung mit zwei Schiebetüren, weil die ja auf der falschen Seite fahren. Aber hier für den kontinentaleuropäischen Bereich gibt es den nur mit einer Schiebetür. Die Farbe, die ihr jetzt seht, das ist Hokkaido Orange. Ist so ein Metallic-Effekt Orange. Das hat immer wieder ein bisschen andere Farbe, hat also nicht unbedingt so viel mit einem städtischen Fahrzeug zu tun. Ich mag die sehr gerne. Ihr seht, im hinteren Bereich sind die Scheiben getönt, so dass man nicht sofort reingucken kann. Ja, und hier halt Nugget. Und oben an der Markise, seht ihr, ist von Westfalia Ausbau das Ganze. Die Markise ist hier, ich glaube, 250 x 2 Meter auszufahren. Ich werde es euch gleich dann nochmal zeigen. Dann haben wir hinten die Heckklappe. Ja, und da ist eine Rückfahrkamera. Die ist auch echt wichtig, weil er ist relativ unübersichtlich hinten drin, wenn man nach hinten fährt. Weil halt durch den hohen Kuffenaufbau, den seht ihr hier, hat man wirklich hier nur noch so ein kleines Fenster und auch hier durch, wo man hinten rausgucken kann. Also ohne Rückfahrkamera macht das keinen Spaß. Was man hier oben noch sieht, kann ich euch auch schon mal zeigen, ist eine coole Sache, ist eine extra Option, die aber lohnt. Hier ist der Tisch drin, ja, der ist hier in so einer Halterung drin, den kann man hier problemlos rausnehmen und dann halt schnell aufbauen und halt auch schnell wieder verstauen. Das ist natürlich bei so einem, ja, jetzt hier Vorführeffekt mit dem Schnellverstauen, ist natürlich bei so einem Campervan eine schöne Sache. Nimmt keinen Platz weg. VW hat das ja noch ein bisschen eleganter gelöst. Bei denen ist das hinten in der Seitentür drin. Das geht hier leider nicht, weil wegen Auffahrsicherheit, die ein bisschen stärker verstärkt ist. Dann haben wir hier den Anschluss erstmal hier für Wasser. Der ist abschließbar. Und damit kommen wir hier mal zu dem Schlüssel von dem Auto. So sieht der aus. Ja, und man kriegt halt noch zwei weitere Schlüssel dabei. Da ist einmal bei mir jetzt hier die optionale Anhängerkupplung, die abnehmbare. Und hier der Schlüssel fürs Wasser. Ist halt wichtig, dass einem da nicht irgendeiner eben Blödsinn reinmacht. Es gibt ja immer so nette Zeitgenossen. Dann haben wir hier Aluminiumfelgen drauf. Die sind sogar Serie bei dem Fahrzeug. Beim Fahrzeug selber handelt es sich um den Ford Transit Custom. Also eigentlich so eine Handwerkerschlure, wie sie viele, ich sag mal, Gaswasser-Scheiße-Installateure oder sowas haben. Der bietet sich halt an, weil der sehr kastig ist. Man sieht, dass die Form geht recht gerade nach oben weg und dadurch bietet er hier oben hinter im Dach erheblich mehr Platz, als es zum Beispiel der VW T6 tut. Dann hier ein fantastisches Design-Feature. Ich habe keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat. Hier das Schloss, um den Wagen zu öffnen, falls mal die Batterie vom Schlüssel alle ist. Ja, also ja, der 70er will sein Design wieder haben. Eine andere coole Sache allerdings, muss ich sagen, ist dieses hier. Der Tank hat gar keinen Deckel mehr. Der hat hier so einen Schnappverschluss.
Und hier haben wir halt hier unser Pipi-Extrakt, damit er die passenden Vorgaben für Abgase und so erfüllt. Und das Ganze wird halt darüber verschlossen, dass die Tür zu ist. Finde ich prinzipiell auch eine sehr coole Lösung. Dann kommen wir hier zu den Elefantenöhrchen, sag ich mal, hierzu. Die Spiegel sind richtig cool. Also die haben unheimlich guten Rückblick nach hinten und dann hier mit dem toten Winkel auch. Gerade auf der Autobahn lässt es sich da echt richtig klasse mitfahren. Die habe ich lieben gelernt, die sind echt super. Sind elektronisch anklappbar, weil natürlich das Auto relativ breit wird dabei. Dann haben wir hier das Licht. Ich habe jetzt hier Bixenon, normalerweise ist es einfach nur Halogen. LED kriegt man leider, und das ist hier so ein Punkt, den ich eigentlich nicht so schön finde, für Geld und gute Worte nicht. Wobei ich sagen muss, das Bixenon hier macht eigentlich einen ganz guten Job. Es leuchtet gut aus. Nicht so gut wie LED, ist leider so. Aber gerade so im Alter wie bei mir, ich werde nachts langsam so, dass ich wirklich mehr Licht durchaus zu begrüßen weiß. Arbeitet ganz ordentlich. Dann hat es noch dieses automatische Fernlichtgedönse drin. Das arbeitet auch ganz gut. Für mich als Fahrer, für die, die mir entgegenkommen, ist das teilweise so, nee, geht so. Also teilweise reagiert es ein bisschen spät. Da muss man ein bisschen aufpassen. Werkeln tut hier drin einen, ich glaube, jetzt 2-Liter Motor ist es mit 185 PS. Der geht ganz gut voran, wobei man allerdings trotzdem sagen muss, dass der hier wirklich jedes Pony, was er hier vorne im Stall stehen hat, bitter nötig hat. Es ist eine ganz schöne Wanderdüne, das ist wirklich so. Ich habe ihn dann auch noch mit 6-Gang-Automatik und gerade im Anfahren merkt man halt, dass er doch ganz schön zu malochen hat, wenn er da seine, ich will mal sagen, ich glaube 2,7 Tonnen Leergewicht durch die Gegend wuchtet. Da merkt man dann halt schon, dass er wirklich die PS braucht, um vom Fleck zu kommen. Dann habe ich den, ihr werdet jetzt sagen, der ist ja schmutzig, hätte er doch mal waschen können. Habe ich jetzt absichtlich nicht gemacht, weil ich euch mal zeigen wollte, wie das Fahrzeug aussieht, wenn er halt wirklich hier seine etwas über einen Monat Fahrzeit hinter sich hat. Und weil man da auch mal ganz gut sehen kann, wenn man hier von der Seite so ein bisschen filmt, wie die Verläufe von den Scheibenwischern sind. Und die sind hier wirklich gut. Also die Scheibenwischer laufen gegeneinander und machen wirklich einen Großteil der Scheiben richtig gut frei, auch bei Starkregen. Wir hatten auf der Rückfahrt von Wien, haben wir zweimal richtig Starkregen und das haben die gut in den Griff gekriegt. Man konnte trotzdem noch ganz gut erkennen, was da um einen rum passiert. Also das habe ich sehr zu schätzen gelernt. Ja, und das ist eigentlich so das, was wir außen haben. Und von daher würde ich jetzt mal sagen, gucken wir uns mal an, was wir hier drinnen so zu haben. Und dafür habe ich mir hier noch eine zweite Kamera beigeholt. Mein Sohnemann filmt auch mit, ich filme dann auch nochmal mit. Dadurch haben wir dann hinterher unterm Strich noch mal ein bisschen bessere Bilder, hoffe ich. So, an und dann zeige ich euch jetzt hier einfach mal ein bisschen was. Fangen wir an vorne im Cockpit. Wir haben hier die ganz normalen Standardsitze drin, die man, ja weiter geht er nicht auf hier, die man halt bei Ford drin hat. Beide mit Drehkonsole, das heißt, die kann man beide verschieben, ja, und kann die dann umdrehen, sodass man hier quasi wie so eine Fake-Dinette dadurch schaffen kann im Innenraum. Funktioniert auch echt gut. Ich kann es euch mal gerade zeigen. Theoretisch kann man es auch machen, ohne dass man die Tür aufmachen muss. Allerdings muss man da ein bisschen aufpassen. Ihr seht es hier. Ich habe das 2-3 Mal versucht, ohne die Tür aufzumachen und habe mir das dann hier gleich ein bisschen zerkratzt. Das ist nicht so schön. Da haben wir hier unten nämlich einen Hebel. Wenn man den dann halt gedrückt hat, dann kann man das Ganze drehen. Ich muss mal gerade eben das hier an die Seite legen, weil da braucht man beide Hände für. Am besten macht man dann hier einmal den Sitz ein bisschen gerade. Dann macht man hier die Entriegelung. Zieht es vorher noch ein bisschen nach vorne und schon hat man es gedreht. Und dann hat man hier wirklich eine schöne, relaxte Chill-Ecke. Das macht richtig Spaß, hier zu sitzen und kann man schön rausgucken, hat ein offenes Gefühl. Bevor wir jetzt hier weiter drinnen weitermachen, geht Luke gerade mal ein Stück zurück. Und ich zeige euch mal gerade hier, wenn das Dach ausgeht. Luke, am besten da, wo das Tripod steht wieder. Weil das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Das ist hier ein Riegel und dann drückt man es einfach nach oben weg. Ja, Tür dabei offen lassen, damit halt die Luft reinziehen kann, sonst hat man hier Unterdruck und dann geht es nicht hoch. Ja, und dadurch wird natürlich jetzt hier der Lebensraum erheblich größer und man hat eine schöne Stehhöhe da drin. Und das sieht man jetzt, wenn wir jetzt hier mal einsteigen. Ja, erstmal sieht man jetzt hier, wenn man schon hier reinguckt, ja, so doll viel Stehhöhe ist hier nicht. Das liegt daran, dass hier das Bett ist. Ja, das ist ich glaube 1,40 knapp oder 1,38 mal 2 Meter. Hat eine relativ dünne Matte, aber hier diese Froli Lattenrostsysteme drunter. Und ihr seht auch hier von unten nur gemescht, sodass das immer gut belüftet ist, dass da kein Gammel entstehen kann. Das wird hier mit Muskelkraft nach oben geschoben. Und ihr seht jetzt da hinten, knickt es ein, um hier noch eine größere Stehhöhe im vorderen Bereich zu erreichen. Ist halt mit Muskelkraft
aber gut machbar, auch für so einen Hänfling wie mich. Ja, und jetzt habt ihr hier wirklich, ich will mal sagen, schöne Stehhöhe drin. Ja, und dann haben wir hier, das ist der neue Faltenbalk, der hat so Einfalthilfen, die funktionieren auch ganz gut. Haben wir hier drei Fenster drin. Bei dem Fenster hier ist eine Stahlstange drin, die ist allerdings nur reingeschoben und nicht fest vernäht. Die ist mir schon ein paar Mal rausgekommen und ich habe ein bisschen Schiss, dass ich mir irgendwann mal was mit kaputt haue. Das hätten sie ein bisschen besser lösen können. Die Reißverschlüsse sind, ja, man muss ein bisschen vorsichtig mit sein, die gehen teilweise ein bisschen schwer. Aber dafür kriegt man dann hier ein schön großzügiges Fenster. Ja, macht man hier, zack. Und dann hat man hier halt Klarsicht, so dass es auch wenn es regnet ist, das aufmachen kann. Und das kann man auch noch öffnen, dann durchlüftet das schön. Bei den Fenstern, die wir hier auf den Seiten haben, da haben wir nämlich nur Fliegengitter. Das heißt, die könnt ihr wirklich nur bei gutem Wetter richtig aufmachen. Wir haben jetzt hier gutes Wetter, deswegen werden wir die jetzt einmal aufmachen, um hier Licht reinzukriegen. Ja. Beim Schlafen hat sich das eigentlich ganz gut bewährt. Man sieht, hier oben ist so ein Überlapp. Dass man dann in dem Bereich ein bisschen aufmacht, dann kommt hier noch Luft rein. Hier oben haben wir eine Zwangsentlüftung, die ist immer offen. Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn mal Schlagregen von der Seite kommt. Kommt gelegentlich mal was rein. Ja, dann sind wir hier im Küchenbereich. Da haben wir einmal hier eine schöne Spüle. Die ist bei mir allerdings noch nicht so hundertprozentig in Ordnung. Die läuft nicht so toll ab, da muss er noch mal in die Werkstatt. Ein paar kleine Mängel hat er leider sowieso. Ist leider so. Ja, hier, dann haben wir halt den Wasserhahn. Der ist jetzt momentan ausgeschaltet. Da ist eine Wasserpumpe, die muss man über einen Schalter anmachen. Der Schalter dafür ist ein bisschen doof angebracht. Der ist hier unten drunter, zeige ich euch gleich her nochmal. Das heißt, man muss hier unten immer reinkrabbeln und so ein bisschen suchen, um das anzumachen. Da hätte ich mir eine, ja, ich sag mal, irgendwo hier eine Anbringung oder so gewünscht, wo man es ein bisschen besser unterbringt. Dann haben wir hier halt diesen Bereich, wo man Krimskrams drin lassen kann. Wir haben hier ein paar Gewürze drin, Kaffee etc. pp, Kaffeebecher. So Sachen, die man halt immer braucht. Dann haben wir hier einen Zwei-Flammen-Kocher, den ich momentan leider nicht benutzen darf. Da gibt es eine Rückrufaktion von Dometic und die bekleckern sich da leider gerade nicht mit Ruhm, weil da einfach kein richtiges Kleid geschaffen wird. Das heißt, ich habe zwar ein neues Camper-Auto, aber ich darf nicht drin kochen. Jedenfalls nicht mit dem, was eingebaut ist. Ansonsten ist das auch der einzige Gasverbraucher hier drin. Heizen tut er nämlich mit einer Dometic, ich glaube, das ist eine Ebersbecher Dieselheizung. Das ist eine coole Sache, 3 kW. Das heißt, auch im Herbst kann man hier ganz gut drin sein. Dann haben wir hier eine 40 Liter Kühlbox. Finde ich persönlich gut, weil jeder, der bei Physik aufgepasst hat, weiß, Kälte sinkt nach unten. Das heißt, die ist recht, Kompressor übrigens, recht energiesparend, dadurch, dass die Kälte nicht verloren geht, wenn man es oben mal aufmacht, um was rauszunehmen. Was ein bisschen doof ist und wo ich mich wirklich drüber ärgere, und da verstehe ich Westfalia auch nicht, ihr seht hier, wir haben hier so Schwanenhalsleuchten für oben auf dem Bett zum Lesen oder wenn man hier irgendwie am Arbeiten ist, dass hier kein USB-Port drin ist. Wir haben hier hinten für Geld und gute Worte bei dieser Ausführung kein USB drin. Jetzt auf der Messe haben sie ein bisschen geänderte Elektrik vorgestellt. Da kommt hier das Bedienteil hin, was wir vorne im Cockpit haben, zeige ich euch gleich nochmal. Und dann ist hier ein USB-Port. Aber das ist zu wenig. Warum die hier nicht einfach hier am Fuß, wie viele andere Hersteller es haben, einen USB-Anschluss haben? Dann könnte man nämlich schön, wenn man oben im Bett liegt, seine Handys laden oder irgendwie sowas. Ich kann es euch nicht sagen. Dann haben wir hier einen Schrank drin. Der geht so halbtief runter, weil ab hier ungefähr ist Radkasten. Da haben wir Lebensmittel drin, passt auch alles mögliche andere hin. Dann haben wir hier den Original Westfalia Regenschirm mit hier Lichtschalter. Und dann hier kann man das Licht dimmen. Auch das hat sich bei dem neuen jetzt geändert. Und hier neben haben wir dann das Mückengitter, wobei ich sagen muss, auch das ginge besser. Hier sind eine Menge Lücken. Ich sag mal, wenn man hier wirklich ambitionierte Mücken hat, die unbedingt ans Fleisch ran wollen, die kommen da durch. Das mal amtlich. Die Netze, die hier drin sind, die taugen für unsere mitteleuropäischen Mücken in Schottland oder so. Die Midgets, die würden da durchgehen, würde ich mal behaupten. Da müsste man gegebenenfalls noch ein bisschen nachrüsten. Ja, ansonsten, das Dach ist ein Glasfaserdach mit so einer leichten Wattierung. Das isoliert soweit ganz gut, ist auch angenehm anzufassen. Hier haben wir halt ein Faltenbalk, mittlerweile aus Kunststoff. Früher war das mal, ich glaube, ein Baumwollgemisch. Wasserfest ist es, das haben wir schon soweit festgestellt. Atmungsaktiv ist auch okay. Ist natürlich null thermische Isolierung und auch geräuschmäßig ist es halt wie im Zelt schlafen. Also zum Beispiel in Wien hatten wir echt italienisches Urlaubsfeeling, weil wir eine Gruppe von 4 italienischen
Wohnmobilisten neben uns hatten und die haben halt wirklich die Nacht zum Tag gemacht. Und ja, wer Italiener kennt, der weiß, wenn die in geselliger Runde sind, sind die laut und fröhlich. Und da ist dann richtig südländisches Flair rübergekommen. Nur schlafen konnten wir nicht. Na gut, aber ist nicht weiter schlimm. Es gibt dafür, damit man hier die Campingzeit auch in den Winter ausdehnen kann, gibt es so einen Schal, den man drumherum machen kann, aus so einer Art Isomatte. Den habe ich mir auch schon bestellt. Den werde ich euch bei Gelegenheit auch mal vorstellen, wie der funktioniert. Und der soll auch ein bisschen Schalldämmung bringen. Gucken wir uns mal bei Gelegenheit an. Ja, ich würde mal sagen, jetzt komm Luke mal mit der Kamera hier rum und wir gucken uns hier an, was hier in der Küche noch zu sehen ist. Ja, von hier sieht man jetzt halt die Einbauschränke und hier sehen wir auch gerade mal unseren Hund. Benni, komm her, hopp. Zeig du mal hier, was hier so alles drin ist. Also hier haben wir einmal unter dem Küchenbereich ein großes Fach. Da haben wir jetzt hier Schlafsäcke drin, eine Kiste für die Alltagstauglichkeit, weil er hat ja keinen Kofferraum im eigentlichen Sinne. Und um hier zum Beispiel Einkäufe oder sowas unterzubringen, nehme ich immer die Kiste, die stelle ich rein, die kommen dann hier rein, die Einkäufe. Passt gut, passt reichlich rein. Beim alltäglichen Einkauf ist natürlich auch die Kühlbox super. Ne? Schaltest du vorne eben an und ruckzuck ist die kalt und dann kannst du da die Einkäufe reinpacken. Also da braucht man sich keine Sorgen machen, Kühlkette ist irgendwie unterbrochen bei Hackfleisch oder sowas. Funktioniert super. Dann haben wir hier ein kleines Schränkchen. Da haben wir immer unsere Körperpflegesachen drin. Ja. Dann haben wir hier ein größeres Fach. Da sind Töpfe, Teller, so eine Gedönse alle drin. Dann ist hier ein Fach. Da ist eigentlich hauptsächlich der Kompressor von der Kühlkiste oben drin. Und dann haben wir hier so Kleingedönse und Kaffeezubereitung und sowas drin. Was ein bisschen doof ist, ihr seht hier unten ist ein Gitter. Wenn ich hier meine Seite, dass die Leute es sehen können. Ist ein Gitter zur Belüftung. Aber wir alle wissen, Wärme steigt nach oben. Deswegen werde ich hier noch für nächsten Sommer einen Gitter oder sowas nachrüsten lassen. Ja, Finny, komm mal raus, komm. Komm mal raus. Nachrüsten lassen, dass hier keine thermischen Probleme entstehen. Dann haben wir hier noch eine Schublade für Besteck. Da gibt es einen ganz coolen Einsatz für. Den hat jemand aus dem Nugget-Forum entworfen, weil der eigentliche Kunststoffeinsatz, der da drin ist, der bietet eigentlich nicht annähernd den Platz, den man braucht. Das ist ganz cool, weil hier haben wir jetzt halt auf zwei Etagen das Ganze. Ja, und da kriegt man seine ganze Plürrinne unter. Das funktioniert echt super. Ja, dann haben wir hier so einen kleinen Klappmülleimer. Den haben wir uns dazu gekauft, weil Mülleimer gibt es hier nicht drin. Ja, und unter dieser Matratze, die hier drunter ist, da ist dann der Wassertank mit 42 Liter und der Abwassertank mit 42 Liter. Und die Gasflasche sitzt in dem Wassertank drin. Das ist eine 2,75 Kilogramm Gasflasche. Wie schon gesagt, die braucht ihr nur für den Herd. Das heißt, die hält ewig. Nur momentan habe ich es nicht angeschlossen, weil ich darf ihn ja eh nicht benutzen. Ist ja eine Rückrufaktion anhängig. Dann haben wir hier den Schrank für Klamotten. Hier haben wir uns selber an den Haken angeklebt, weil auch hier schludert meiner Meinung nach Westfalia ein Stück, weil es gibt keine Aufhängehaken in dem ganzen Auto nicht. Ja gut, muss man sich dann halt selber reinkleben. Ist ja nicht das Problem. Das Schöne hier an dem Schrank ist einmal, haben wir hier einen Griff, um vernünftig bequem von hier aus einzusteigen. Und man kann den von beiden Seiten bedienen. Entweder von hier, ja, und dann hat man hier, der Einlegeboden ist übrigens nicht serienmäßig, den muss man extra bezahlen, weil man kann das Ganze auch zum Hängen nutzen, aber da ich kaum was zum Hängen habe, haben wir es so gemacht. Man kann man von hier bedienen oder man kann das auch von hier aufmachen. Ja, wenn du da mal jetzt von hier rumkommst, ja, dann kann man den auch von innen bedienen. Ich habe hier noch so ein paar Körbchen reingeklebt, dass man hier die Tür noch ein bisschen mit nutzen kann. Und das hier ist die Leiter, die kann man hier vorne einhängen. Um aufs Bett zu kommen, zeige ich euch gleich auch nochmal. Ja, und dann haben wir ein paar Aufklebe-Spiegeldinger hier reingemacht, weil auch Spiegel gibt es leider serienmäßig nicht. Dann haben wir hier unten das Fach für die Toilette. Hier ist übrigens der Ausströmer für die Heizung. Und wir haben da eine Trockentrenntoilette jetzt reingebaut, und zwar die Biotoy. Die wird hier rausgezogen, weil eigentlich ist das Fach dafür da, dass man zum Beispiel einen Porta-Pott hier reinmacht. Das 335 ist es, glaube ich, was da reinpasst. Und hier ist jetzt eine Trockentrenntoilette. Da ist innen drin so Kokoserde mit so einem Quirl. Da macht man das Große rein. Hier vorne kommt Fibi rein. 10-Liter-Tank drin. Und innen drin ist eine Absaugung, die halt hier die Gerüche und die Feuchtigkeit raussaugt. Die haben wir hier eingebaut. Vielleicht kann Luke einmal reinfilmen, dann sieht man es. Die Krümmel, die da drin sind, das ist übrigens so ein Gleit-Teflon-Aufkleber, der sich auflöst. Das habe ich irgendwie was falsch gemacht oder der taugt nicht. Ich kann es euch nicht genau sagen. Jedenfalls hat man hier wirklich eine vernünftige Toilettenlösung mit bei, die einen auch lange autark bleiben lässt.
weil man braucht nirgendwo eine Entsorgungsstation. Das, was dabei rauskommt, das geht vom Pipi her in jedes Klo. Und das Große, was dabei entsteht mit der Erde drinne, das könnt ihr auf dem Kompost oder in eine Tüte, 25 Liter, und ab in normalen Abfall. Das ist kein Problem. Ja, das ist, was wir hier hinten drinne so haben. Gehen wir mal zu dem Bereich hier. Das ist ja dann quasi der Living Room. Und auch hier, ne, also ich bin 1,80 oder ich war 1,80 groß bei der Bundeswehr. Mittlerweile sind es wahrscheinlich 1,78 oder so. Und man kann hier trotzdem noch einigermaßen drinne stehen. Hier darf man nichts hinlegen, weil hier kommt es drauf runter, wenn mal das runterklappen, das wird alles platt machen. Dann haben wir hier eine 12-Volt-Steckdose, wofür auch immer. Auch da würde ich mir eigentlich eher eine USB-Steckdose wünschen. Aber hey, oldschool sozusagen. Ja, dann haben wir hier den Tisch und ein paar Fächer an der Seite und haben hier nochmal eine 12-Volt-Steckdose und eine 230-Volt-Steckdose. Die 230-Volt, da habe ich dann jetzt USB-Stecker drin, funktioniert allerdings nur, wenn er am Landstrom ist. Und dann haben wir halt hier noch so ein paar Fächer und hier unseren Tisch, der ist hier arretiert. Die Arretierung ist übrigens, ich möchte mal sagen, wenig sinnvoll gewählt, weil ich muss die in die Richtung dearretieren, in die halt auch der Tisch schwingt, wenn er im Fahrbetrieb ist. Ich denke mal, auf Dauer wird das Probleme geben. Schauen wir mal. Den klappt man jedenfalls hier hoch und dann kommt hier schon das Tischbein runter. Und dann hat man hier einen kleinen Tisch, an dem man auch mal mit dem Laptop arbeiten kann oder sowas. Wenn man jetzt aber mit mehreren Leuten sitzt, guck, wenn du ein Stück zurückgehst, dann kann ich das zeigen. Dann kann man das hier ausziehen, das ist ein Hebel. Hier einen Knopf lösen und dann kann man das aufklappen und hat einen wirklich schönen langen Tisch, an dem hier wirklich alle zusammen sitzen können. Das hier ist natürlich auch möglich, den umzudrehen. Das muss man dann wohl auch machen, wenn man mit vier Leuten hier drin ist. Ich versuche es allerdings zu vermeiden. Ist nämlich kein Spaß, weil man muss so viele Sachen verstellen, damit man den vernünftig umdrehen kann, dass man dann halt seine bequeme Position zum Fahren vorne verstellt hat. Und es dauert echt lange. Also ich habe bei dem hier wirklich zig Stunden gebraucht, um eine bequeme Position zu finden bei der Sitzgeschichte, weil der hat keinen Memory-Sitz oder sowas. Das heißt, das kann man nicht einspeichern, sondern es wird alles manuell gemacht. Auch hier wieder Handwerker-Schlure. Es ist halt kein Zivilauto im eigentlichen Sinne. Das merkt man da schon. Da merkt man dann den Preis. Hier unten haben wir noch ein kleines Fach, da haben wir Regenschirme drin. Ja, und macht man das halt hier wieder runter und dann ist hier wieder Platz. Zur Fahrt muss man den halt immer umklappen. Das ist wichtig. Versicherungstechnisch. Ja, dann haben wir hier zwei Fenster jeweils auf jeder Seite. Hier sieht man es jetzt halt nicht, weil wir die Tür, oh, können wir ja mal einmal zumachen. Hier sind auch noch ein paar Fächer, ne? Und die kann man hier aufmachen und kann dann hier ein bisschen durchlüften. Weiter geht's allerdings nicht. Da ist dann Schluss, wenn wir wieder zugehen, so ganz einfach, zieht man dran, zack. Aber lassen Sie jetzt mal auf, ist relativ warm. Hier drin, weil draußen auch schönes Wetter ist. Verdunklung haben wir hier Gardinen drin, die sind wirklich gut. Die verdunkeln auch erstaunlicherweise echt gut dafür, dass es einfach nur Gardinen sind. Und für vorne, da sind normalerweise so Silberdinger bei. Da haben wir allerdings uns vom Project Camper Matten geholt, um die da reinzumachen. Die werden mit Magnet da reingemacht und nicht mit so Druckknöpsis. Finde ich besser, das System. Kostet zwar ein paar Taler, aber unterm Strich, die habt ihr eben oben auch gesehen, das war das Schwarz, was auf dem Dach, auf dem Bett liegt. Lässt sich definitiv besser mit arbeiten als mit diesen komischen Alu-Glänze-Dingern und es fällt nicht sofort so auf, dass man hier am Campen ist, wenn man das irgendwie untergebracht hat. Ja, hier das Polster von den Köpfen, das ist fest. Und wenn wir halt hier jetzt mal zu übergehen, dass man unten ja auch schlafen kann, dann müssen wir hier gerade mal ein bisschen was verstellen. Und du, ja, ich glaube, du kannst da sogar sitzen bleiben und die Beine nach da machen. Dann zeige ich euch mal gerade hier so ein bisschen was. Einmal haben wir hier unter der Bank noch mal massiv viel Stauraum. Wir haben hier so zwei Hebel. Der eine ist halt hier, um das hochzuklappen. Ja, und ihr seht hier in der Kiste, da ist noch reichlich Platz. Da haben wir unsere Campingstühle drin, da haben wir Wasser drin. Wir haben unseren Kada Safari Grill hier drin. Wir haben hier eine zusammenfaltbare Gießkanne drin, um halt Frischwasser aufzufüllen. Ein paar Flipflops, ein paar Crocs, Lebensmittel, Werkzeug, also hier Kabel und so. Man kriegt man wirklich eine Menge drin unter. Das Ding ist sehr, sehr groß. Was nicht so toll an dem Ding ist hier, ihr seht hier die Abdeckung dafür. Also vor allem von der Seite hier. Also die ist haltbar wie ein Joghurtbecher. Also ich weiß nicht, warum die hier so ein übles Tiefziehzeug genommen haben und keinen festen, vernünftigen Kunststoff drauf gemacht haben. Das kann eigentlich nicht so der Faktor von den Kosten her und vom Gewicht her sein, dass sie das gemacht haben. Ist nicht so dolle. Die Sitzbank an sich ist relativ gerade vom Rücken her für die Fahrt, aber ich glaube bequem.
Also meine Kinder haben jedenfalls nicht gejeimelt. Ne? Also die haben hier ja auch schon ein paar Kilometer drauf verbracht. Wir haben hier insgesamt 3 Sitzplätze mit jeweils 3 Punktgurten. Und wir haben hier 2x Isofix für, wenn man noch kleine Kinder hat. Meine sind zum Glück mittlerweile aus dem Alter raus. Aber das geht. Wir haben dann hier in dem Bereich jetzt so eine Matte drauf. Zum einen halt, weil von unten sonst recht fies kalte Luft hochkommt. Oder die Kälte durch den Boden durchzieht, weil die Isolierung da nicht so dolle ist. Und zum anderen haben wir hier so ein Schienensystem drin, auf dem man halt hier das Ganze nach vorne zieht, um jetzt hier ein Bett rauszumachen. Und diese Schienen, die ziehen Schmutz magisch an. Und wenn man da nichts drüber legt, dann sauen die richtig gehend zu und dann bewegt sich das da nicht mehr gescheit drin. Um die nach vorne zu ziehen, hier hat man hier diesen Knopf hier. Und da am besten dann draufsetzen, weil wenn man es versucht, aus dem Rücken rauszuziehen, kann das fies nach hinten losgehen und man hat hinterher sich den Rücken verdreht. Ja, dann ruppelt man hier so ein bisschen nach vorne. Macht hier die Anschnallgurte los. Schiebt es noch weiter nach vorne, bis es einhakt. Ja, und dann muss man bei dem hier, wie war es jetzt genau? So. Ja, ich habe es bis jetzt erst 2-mal gemacht. Ich muss gerade selber mal ausprobieren. Wie war das denn jetzt nochmal? Vorführeffekt? Ah ne, Moment, genau. Moment, ich teile euch jetzt gerade mal meinen Hintern in die Kamera. Weil wir müssen jetzt das... So, so war's, genau. Klappen runter. Jetzt ist der Sitz gerade ein bisschen im Weg, wo Luke drauf sitzt. Und dann wird hier nochmal ein Polster hochgeklappt. Ja, und dann hat man hier auch nochmal eine Schlaffläche, wenn man den Sitz jetzt hier noch ein Stück nach vorne macht, von 1,90 Meter mal vielleicht 1,10 Meter, 1,20 Meter. Ist zum einen gut, um halt mit 4 Leuten hier drinnen zu pennen. Und zum anderen ist es natürlich auch schön, wenn mal richtig Scheißwetter ist und Sturm ist, kann man oben drin nicht schlafen, weil das ist nicht sturmfest. Windfest schon, sturmfest nicht. Dann kann man hier unten drauf ausweichen oder wenn man mal irgendwo in der Stadt schläft und nicht jeder sofort sehen soll, dass man im Auto campt, geht das auch hier unten. Ja, wir haben dann hier unsere Schlafsäcke halt, Deckenschlafsäcke. Und hier sieht man jetzt hinten ja, die Elektrik und die Hauptswitches und sowas. Die sind hier unten angebracht und auch hier Gas an und aus ist hier. Das ist der Hauptschalter. Sicherung, Sicherungskasten und das hier ist der Schalter für Wasser an und aus. Ja, und hier unten drunter hatte ich euch ja schon angedroht. Da ist halt für Wasser und sowas alles. Ja, und auch die Gasbuddel hier. Ja, und wie schon gesagt, die ist momentan halt nicht angeschlossen, weil ja da eine Rückrufaktion anhängig ist. Ansonsten wird das halt hier zugemacht, sodass es vom Hauptraum hier abgeschlossen ist. Ein bisschen doof sieht man hier jetzt schon, ist nicht ganz wenig scharfkantig hier dieser Deckel und die Schläuche sind hier ein bisschen doof verlegt. Die werden hier von dem Ding halt so leicht angeschnitten. Hier ist noch ein bisschen Raum, um zum Beispiel Unterfahrkeile oder sowas unterzubringen. Und hier kommt man zum Frischwasser rein und hier zum Abwasser, um es hinterher zu reinigen. Ja, hier ist das Fallrohr oben von der Spüle. Da scheint halt, wie schon gesagt, momentan irgendwas noch nicht so hundertprozentig in Ordnung zu sein. Da muss er noch mal zurück in die Werkstatt. Ja, und hier, wie schon gesagt, das ist mit den Schläuchen. Ja gut, ist halt alles ein bisschen beengt. Ist, wie es ist. So. Und so kann man sich dann hinlegen. Warmwasser habe ich darauf verzichtet, weil der Boiler hätte hier gesessen und würde halt hier ein Stück vom Fußraum noch okkupieren. Das heißt, für die, die hier unten schlafen, bei uns jetzt wären es die Kinder, die hätten dann noch weniger Platz und... Das ist natürlich nicht so schön. So, bauen wir das Ganze mal wieder zurück. Zack, runterklappen. Das ganze Gesocks hier wieder rein. Also wir haben eigentlich alles hier drin, um hier immer drin schlafen zu können direkt. Oder eben reinzuspringen und losfahren zu können. Ist ja so unser Escape-Pod quasi. Und auch Daily Driver. Und das ist halt das Schöne. Das ist wirklich ein alltagstaugliches Auto. Und das hat sich wirklich schon rausgestellt. Also der lässt sich wirklich im Alltag super verwenden. So, wenn man den dann halt wieder zurückhaben will, einmal wieder hier. Ja. Haben wir jetzt den hier. So, jetzt ist er wieder richtig. Und jetzt einfach wieder zurück. Boah, warm wird's hier. So, und er ist wieder im Fahrbetrieb.
Ja, und die Penny, die fährt dann auch mit. Hm, was ist los? Ja, dann sind wir hier im Cockpit-Bereich, also dem Bereich, der ja fürs Reisen auch wichtig ist. Also mein längstes war bis jetzt 900 Kilometer an einem Tag und das war problemlos. Also ich bin hier wirklich ausgestiegen, hatte keinerlei Schmerzen, mir hat nichts wehgetan oder so. Das ging wirklich sehr gut. Was ein bisschen schade ist hier, das Lenkrad, das kann man zwar in der Höhe und in der Tiefe verstellen, aber nicht weit genug, um es weit genug für mich jetzt ranzukriegen. Ich habe es beim ADAC gelernt, dass man halt so sitzen soll, das funktioniert hier nicht. Auch das Gaspedal finde ich, beziehungsweise das Bremspedal finde ich zu hoch. Das ist unbequem, da dran zu kommen. Also da muss man wirklich einen langen Weg mit dem Fuß zurücklegen, um da drauf zu kommen. Finde ich jetzt nicht so schön gelöst. Ja, aber ist halt so, kann man mit leben. Dann haben wir, was ich auch nicht so schön finde, halt mit den Sitzen, dass die halt kein Memory oder sowas haben. Die sind halt komplett, bis auf die Sitzheizung bei beiden Sitzen, sind die komplett mechanisch. Das heißt, hier wird alles über irgendwie Drehräder und so eingestellt. Und es ist da gar nicht so einfach, eine Stellung zu finden, mit der man rundum zufrieden und bequem ist. Wenn man die erstmal gefunden hat, ist super. Aber der Weg dahin war ein langer. Und von daher haben wir da ein bisschen rumexperimentieren müssen. Dann haben wir halt hier vorne das Cockpit. Das ist hier für Licht etc. pp. Die ganzen Sachen für die Cockpitbeleuchtung. Das Cockpit an sich ist super gut verständlich, super gut abzulesen. Wir haben hier jede Menge Ablagefläche. Wirklich tolle Ablagen. Man kriegt hier eine Menge unter. Was nicht so schön ist, dass die hier alle nicht zu sind und dass es hier halt in der Scheibe, weil die recht flach ist, sich alles spiegelt. Ja, und wenn dann irgendwas Helles hier drinnen liegt, dann kann man da kaum noch rausgucken. Das ist ein bisschen uncool, da muss man halt immer dann irgendwas drüber legen, ja, dass man da halt ja, eigentlich nicht von geblendet wird dann. Ne? Das ist ein bisschen doof gelöst. Das Radiosystem ist auch eigentlich ein echt cooles. Das ist halt, da kann man Apple CarPlay und Android reinmachen. Das heißt, man kann mit Google Maps und sowas navigieren, funktioniert sehr gut. Und das hier ist dieses große System, was hier drin ist, mit DAB, diesem digitalen. Da kann ich Radio Bob drüber hören. Das freut mich sehr. Ich bin ein großer Fan von Radio Bob. Das war in meinem früheren Auto halt nur möglich, wenn ich auch in Gebieten war, wo Radio Bob verfügbar war. Jetzt über DAB kann ich das immer hören. Finde ich gut. Das Soundsystem an sich hat definitiv noch Luft da oben. Ist okay, man kann Musik mithören, aber naja, ist okay. Dann haben wir hier eine Klimaanlage, keine Klimaautomatik. Mehrzonenautomatik schon mal gar nicht. Auch hier das für Geld und gute Worte nicht zu kriegen. Und es wird wirklich nur hier vorne kalte Luft reingeblasen. Das wird hier halt drüber geregelt. Und ja, nach hinten muss man gucken, wie man klarkommt. Also wer hinten sitzt, der muss das Fenster aufmachen. Da gibt es gar keine Klimaanlage. Auch das für Geld und gute Worte nicht. Hier oben haben wir das Luke. Hier oben haben wir das Regelgerät für unser für den Wohnraum hinten. Ja, gut. So, da haben wir einmal hier halt, wie viel eben noch in der Batterie drin sind. Wir haben hier zwei AGM-Batterien drin mit 95 Amperestunden. Die werde ich irgendwann austauschen gegen Lithium-Ionen, weil jeder weiß, dass diese AGM-Batterien nur zum Teil entladen werden dürfen. Das heißt, man hat im Endeffekt 90 Kapazität, die man nutzen kann. Ja, und hier kann man dann halt schauen, Bedieneinheit, da kann man einmal hier die Zeit einstellen. Hier hat man die Füllstände vom Wasser. Momentan ist ein ganz bisschen Wasser drin, der Abwassertank ist leer. Der wird hinten über so einen Schalter, ich blende euch das mal eben ein, kann man den entleeren. Und dann haben wir hier für die Standheizung und für den Kühlschrank hinten. Ja, und man hat halt hier, wenn irgendwas schief läuft, hat man hier noch so ein Warndreieck. Da muss man da ein bisschen fuckeln, um zu gucken, was für eine Warnmeldung gerade kommt. Schlicht und einfach, aber sehr funktionell. Mittlerweile bei den neuen, die jetzt ab Oktober kommen, wird das halt als Farbdisplay da hinten drin sein. Da ist hier ein Loch oben drin. Ja. Die Blenden, wirklich auch wie Handwerkerschlure. Nichts beleuchtet, nichts, sind zwar Spiegel drin, damit der geneigte Handwerker sich schminken kann, aber ansonsten nichts. Schön ist, dass wir an beiden Seiten hier Handgriffe haben, die helfen beim Einsteigen. Die Becherhalter hier, die sind cool. Wir haben einmal hier einen Becherhalter und hier wirklich einen Flaschenhalter. Da passt eine richtig große Flasche rein und in den Seitentaschen auch nochmal. Das ist cool. Dann ist leider hier aufgrund der Automatik hier ein bisschen was verloren gegangen. Und ich habe halt hier, damit ich mein Handy unterbringen kann, hier noch eine Handyhalterung dran gebaut. Weil auch da ist halt nichts wirklich vorgesehen für. Man hat hier und hier halt USB und nochmal 12 Volt. Aber es ist halt nichts, wo man sein Handy irgendwo vernünftig hinpacken kann. Deswegen ist eine Handyhalterung entweder hier oder so schon eine ganz sinnvolle Geschichte. Ja, dann würde ich sagen,
Gucken wir jetzt mal, hier haben wir ja soweit gesehen, Handschuhfach ist normal, da braucht man nicht viel zu sagen. Gucken wir hinten nochmal das Bett jetzt an. So, jetzt zeige ich euch noch einmal, wie man oben ins Bett kommt. Da ziehe ich allerdings hier meine Schuhe für aus, weil sonst saugen wir da das Bett ja ein. Das gehört sich ja nicht. Da muss man einmal hier oben wieder die Verriegelung dafür lösen. Einmal noch hier zu dem Dachhimmel. Der ist halt super, dass das so schön durchlüftet nach oben. Allerdings, ihr seht, er ist relativ empfindlich. Ich habe hier schon ein paar Flecken drin. Ich habe keine Ahnung, wo die herkommen. So. Wenn man das runterlässt, ist es jetzt halt noch so ein bisschen schräg. Da muss man einmal so ein bisschen mit Schmackes ziehen, dann kommt das runter und dann hat man hier eine gerade Liegefläche. Der Liegekomfort ist ein guter, allerdings ist nicht die komplette Fläche hier mit diesen Tellerfedern von Froli, sondern im hinteren Bereich liegt das ja mehr oder weniger so auf dem Dach auf und das merkt man. Also es ist am Anfang ungewohnt, da liegen halt die Beine dann irgendwie drauf auf und ja, muss man sich dran gewöhnen, hinterher geht es. So, jetzt holen wir uns mal hier. Luke geht am besten mal einmal wieder raus, dass ich hier Platz habe. Holen wir hier mal eben die Leiter raus. Ups. Ein bisschen ganz runter, Luke. So. Die hakt man hier ein. So. Und dann steigt man hier mit, das hier ist quasi die letzte Treppenstufe, steigt man halt hier hoch. Und klettert hier oben drauf. Ja, wie schon gesagt, ich lege jetzt hier gerade auf den Abdeckungen vorne vom Fenster. Die machen übrigens richtig duster und die helfen auch bei der Thermoisolierung ganz gut. Ja, und hier ist halt wirklich jetzt reichlich Platz. Und hier kann man mit zwei Personen toll drin schlafen. Also das ist super comfy. Gefällt mir gut und gibt mir mal gerade eben. Hier hat man dann halt auch so ein bisschen sowas wie ein Nachttischchen, ja, wo man Sachen ablegen kann. Und da wäre es halt wirklich toll gewesen, wenn hier ein USB Stecker gewesen wäre hier irgendwo. Ich denke mal, ich werde hier irgendwo einen nachrüsten. Hier ist ja Dauerstrom drauf. Und wenn man dann hier irgendwie noch einen USB reinmacht oder hier oben drauf, geht das ganz gut. Ansonsten habe ich mir den Strom hier halt auch noch gemopst für unten für die Trockentrenntoilette, für die Lüftung. Ja, so. Dann komme ich mal wieder runter. Also ein bisschen kletterfest muss man hier schon bei sein. Aber das wäre ja zum Beispiel bei einem VW auch nicht anders. Ja, und dann kann man das hier wieder abmachen, damit es einen nicht stört. Und verstaut das hier wieder in dem Schrank. Hier war ein Warnhinweis, den habe ich überklebt. Da ging es darum, irgendwo, dass man hier die Feuereinheiten freihalten soll und sowas alles. Also eigentlich so ein Aufkleber, der unten irgendwo in den Heizungskeller gehört, aber nur gut. Hier habe ich übrigens eine USB-Lampe reingehängt, damit der ganze beleuchtet ist. Die kann man über USB aufladen. Und hier ist der Knopf, der unten die Lüftung anmacht vom Klo. Ja. Das funktioniert eigentlich auch sehr gut so. Ja, ich glaube, im Großen und Ganzen habe ich euch das jetzt hier soweit gezeigt. Was ich euch jetzt noch eben einmal zeige, ist hier, wie man das Dach zumacht. Ja, dafür müssen wir einmal hier wieder die hier zumachen. Ja, wenn man das hier runterklappt, da hat man hier eine leichte Arretierung, die muss man reindrücken und dann zieht man das hier runter. Ja, und dann sind halt hier diese neuen Einklapphilfen, die sie eingebaut haben. Die sind eigentlich ganz gut, aber wo man ein bisschen aufpassen muss, ist hier hinten zum Ende hin, dass man da wirklich alles ranholt, sonst hat man hinterher von dem Mückennetz was da drin hängen. Und dafür ist halt diese Metallstange ganz hilfreich, die sie da eingebaut haben, die ansonsten eigentlich mehr Ärger macht als alles andere. Ich halte jetzt gerade hier den Deckel ein bisschen mit dem Kopf fest, damit ich beide, also mit dem Kopf auf, dass er nicht ganz runterklappt, damit ich hier beide Hände frei habe. Zack. Und da ist er wieder zu. Ja, und dann bräuchte man jetzt eigentlich nur noch hier Schuhe an. Klappe zu. Türen zu. Ja, und dann könnte man schon wieder losfahren. Ach ja, ich hatte euch ja noch versprochen, dass ich einmal hier zeige, wie die Markise aufgeht. Das machen wir jetzt mal. So, ich habe jetzt hier die Markisenkurbel und werde euch einmal hier gerade die Markise noch zeigen. Die ist übrigens wirklich eine super Methode, sich irgendwie Macken ins Auto zu hauen. Also da muss ich sagen, da könnten sie auch noch ein bisschen dran nacharbeiten.
Was halt ganz cool ist, wir haben hier eigentlich rundum laufend Keder. Da kann man zur Not auch, wenn man sich die gespart hat, einfach einen Tarp oder sowas einziehen. Und kann da auch dann seinen Schatten oder seinen Regenschutz drüber haben. Klar ist das hier eine bequeme Sache, aber ihr werdet sie sehen, das ist nicht ganz ohne. Weil wenn ich jetzt hier die einen drinne habe und die drehe, geht hier die Kurbel relativ nah am Lack vorbei. Wenn ich die ein bisschen weiter von weg mache, komme ich nicht mehr gescheit rum. Dann passt der Drehabstand nicht mehr. Ja, und finde ich nicht so gut. Und vor allem jetzt, wenn man das so einen halben Meter raus hat, dann soll man halt hier die Ständer schon rausmachen. Ja, und da muss man hier wirklich aufpassen, dass man sich da nicht irgendwelche Macken reinhaut. Oder auch hier mit den Ständern, da muss man ein bisschen aufpassen. Also da wirklich euren Körper quasi schützend vors Auto schmeißen. Sonst kann das durchaus sein, dass ihr euch da Macken in den Lack haut. So, und dann wieder weiter rausdrehen und wie schon gesagt, immer aufpassen, dass ihr euch da nicht Macken in den Lack haut. Und das finde ich eher nie so schön gelöst, muss ich sagen. Also die Anbringung hier der Kurbel, die ist für das, was man hier macht, eher blöd. Ja, dann macht ihr das halt so weit raus, wie ihr es gerade für richtig haltet. Die ist wasserfest. Vom Hersteller wird allerdings ganz klar gesagt, er würde jetzt nicht unbedingt das als Regenschutz, sondern mehr als Sonnenschutz empfehlen. Dann habt ihr hier unten dran noch so ein Klappding, da könnt ihr rummachen. Da kann man dann hier Heringe reinmachen, die liegen sogar bei. Um das Ganze halt so ein bisschen windfest zu machen. Sturmfest ist es nicht, ein bisschen windfest schon. Wenn ihr es mal wirklich im Regen aufbauen wollt, kann ich euch nur empfehlen, macht eine Seite ein bisschen weiter runter, dass es halt hier keine Sackbildung geben kann vom Wasser, dass das vernünftig ablaufen kann. Und was man halt auch beachten muss, wenn die rausgekurbelt ist, die Markise, könnt ihr die Beifahrerseite von der Tür nicht mehr aufmachen, sonst würdet ihr euch die in die Markise reinhauen, die Markisenarme, und haut euch auch da hier den Lack von der Autotür kaputt. Ist auch ein bisschen doof. Also die ist, naja, ist Luft nach oben. Ne? Ja, das war es hier von meiner Stelle. Also ich muss sagen, ich mag dieses Auto wirklich sehr gerne. Ich fahre ihn sehr gerne. Jedes Mal, wenn ich in dieses Auto einsteige, habe ich gleich so ein bisschen Urlaubsgefühl. Ich denke gleich, oh, entspann ich gleich. Da geht mein Puls gleich irgendwie um 10 Schläge runter. Das ist eine total schöne Sache. Er macht Spaß zu fahren. Er ist unheimlich gut langstreckentauglich. Also wie schon gesagt, 900 Kilometer an einem Tag, 1000 Kilometer an einem Tag sind machbar, ohne dass man wirklich allzu große Probleme hat. Man hat eigentlich immer alles dabei. Also das heißt, wenn man jetzt mal irgendwo hinfährt, ich sag mal, Meckes oder sowas, da braucht man nicht reingehen, fährt durch den Drive-In, setzt sich hinterher rein, kann da ganz in Ruhe essen. Man kann damit auch mal eben am Wochenende, wenn Bekannte Geburtstag feiern oder irgendwas, kann man halt einfach mal da bleiben, wenn man was getrunken hat, übernachtet bei denen in der Einfahrt oder sowas. Da hat man hier alles dabei, was man halt haben möchte. Was bei meinem jetzt noch passieren wird in nächster Zeit, er kriegt eine Teilfolierung, um einfach den unteren Bereich auch vom Lack her zu schützen und um ein bisschen zu branden. Dann wird er kriegen ein Luftfahrwerk im hinteren Bereich, um ihn da halt noch höhenmäßig ein bisschen anpassen zu können. Ja, Potta-Potti hat er ja schon drin, beziehungsweise die Trockentrenntoilette hat er ja schon drin. Und er wird kriegen andere Aufbaubatterien. Die AGM fliegen raus, dafür werden Lithium-Ionen reinkommen. Und ich möchte ganz gerne obendrauf noch eine Solaranlage haben, um halt da noch ein bisschen mehr Unabhängigkeit reinzukriegen und im Sommer zum Beispiel die Kühlbox hinten drin die ganze Zeit durchlaufen lassen zu können. Übrigens noch kleine Info zu der Kühlbox, die ist in 6 Stufen regulierbar und in der höchsten Stufe ist die ein Tiefkühler. Ja, also die ist wirklich dann toll halt für Einkäufe und sowas alles geeignet. Ist ein tolles Alltagsauto, aber auch ein tolles Auto für den Urlaub. Für unseren Familienurlaub hängen wir noch einen kleinen TAP 320S dran. RS und das ist so eine kleine Knutschkugel. Damit haben wir dann wirklich genug Platz, um da auch mit 4 Leuten und mit Kindern, die nicht mehr ganz klein sind, vernünftig zu verreisen. Das funktioniert sehr gut. Ja, das war es hier von meiner Stelle. Ich wünsche euch viel Spaß. Schreibt mal unten in die Kommentare rein. Was haltet ihr von dem Ford Nugget? Wie findet ihr ihn im Vergleich zu den normalen Grundrissen, wie man sie halt bei VW hat, wo die Küchenzeile auf der einen Seite ist, man halt nur 2 Sitze oder halt ja, alles umbauen muss. Hier ist ja so, dass man unten schlafen kann und trotzdem noch in der Küche sich bewegen kann. Was haltet ihr hiervon? Oder sagt ihr, nee, das andere ist was mehr für mich? Oder seid ihr, nee, diese ganzen kleinen Campervans, die sind gar nichts für mich. Ich brauche die in größer. Ich brauche die großen Campervans oder vielleicht sogar einen teilintegrierten oder einen vollintegrierten. Eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Wir hören und sehen uns. Bis bald. Tschüss.
Und jetzt ist Anna auch rein. Penny. Penny. Penny.